Da passiert's. Er bleibt stehen und brennt auf der Stelle. Hey, da bin ich wieder. Mann, eine Sekunde hat's gehalten. Ich zum Reinkommen machen wollte ein kleines Video. Mir hat letzte Woche YouTube ein richtig komisches Video vorgeschlagen. Guck mal hier. Du massierst nur die Ohrhaut. Kreisende Bewegung. Halt, stopp! Nein, nicht das. Also, ist auch schön mal so eine Ohrmassage. Spür dich. Nein, ich meinte das Video von dem Typen, von diesem Hobbytypen, der von den Chinesen so ein Ohrtour Lasermaster geschickt bekommen hat und den dann ausgepackt hat und gezeigt hat, wie toll die Maschine ist. G'day everyone, we're now at the workbench here in... Und dann hat er 2-3 Tage später das Video hochgeladen. Unfortunately, it doesn't look like anything is gonna survive. As you can see. Oh, wenn da die Kinder im Haus sind, dann hast du gelitten für dein Leben. Ich habe den angeschrieben und er hat mir gesagt, dass er meinte, dass es nicht von diesem Laser herkommt, sondern dass irgendwas anderes war. Also ich glaube dem das und ich will mich auch hier, um das nochmal deutlich zu machen, unter keinen Umständen über den lustig machen. Ich weiß, wie tragisch das ist, wenn man seine Existenz verliert. Der Zusammenhang, der Umstand war nur sehr komisch, dass er dieses Laser Master Ohrtour Unboxing Video macht und 3 Tage später macht er ein Video, hier, das war's, mein Haus ist abgefackelt. Ich weiß auch nicht, inwieweit man das dann nachprüfen kann, ob das ein Diodenlaser war oder nicht. Ist mir auch egal. Es soll hier viel mehr darum gehen, dass ich verdeutlichen will, dass diese Maschinen gefährlich sind. Nichtsdestotrotz möchte ich aus aktuellem Anlass, denn die Nachrichten über solche Maschinen häufen sich, die irgendwo in Brand geraten. Hier zum Beispiel eine Nachricht aus Deutschland. Ach so, kannst du lesen? Also, du kannst lesen. Ich meine, weil es vielleicht zu klein ist. Ich kann es dir auch vorlesen. Ja? Kein Problem, soll ich? Ja? Also, Überschrift ist Lasergraviermaschine in Brand geraten. Ja? Ich kann auch richtig, richtig schnell lesen. Ich weiß nur nicht, ob du dann mitkommst. Wir können es versuchen, okay? Und unter meinen Unterstützern ist es sogar auch schon vorgekommen, hier mal ein Bild, dass Laser anfangen zu brennen, wenn man Sicherheitsvorkehrungen nicht einhält. Und genau über diese Sicherheitsvorkehrungen würde ich heute gerne reden. Das sind ganz allgemeine Regeln, die eigentlich jeder auch so schon befolgen müsste. Sollte. Und da das hier ein Kanal ist, der sich an Anfänger richtet, heute halt, wie gesagt, keine Garantie auf Vollständigkeit, aber so die wichtigsten Tipps im Umgang auf Laser, was Sicherheitsmaßnahmen angeht. Und bevor ich das mache, nochmal ein ganz großes Dankeschön. Letzten Monat habe ich hier auf dem Kanal 130.000 Leute erreicht. Das ist extrem viel. Und mir zeigt, dass das, was ich mache, wie ich es mache, ja richtig sein muss. Lass mich das vielleicht so ausdrücken. Nö. Denn insgesamt hatte ich im ganzen letzten Monat weniger als eine Handvoll böser Kommentare. Das musst du dir mal vorstellen. Ne? Also ein paar richtig krasse Vollidioten gibt es immer. Ne? Oder die halt einfach wenig Selbstwert haben. Ich glaube, das ist eher so ein Ding, dass man sich selbst aufwerten möchte, wenn man andere abwertet. Und ich habe ja genug Angriffsfläche, was das angeht. Aber ich möchte mich da gar nicht so sehr drauf einlassen. Die meisten landen davon sowieso in den gesperrten Kommentaren und die sehe ich nie wieder. Ganz easy. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass unter 130.000 Aufrufen dann natürlich auch Leute bei sind, die vielleicht diese Sicherheitstipps annehmen können. Und deswegen, Prävention ist immer sehr undankbar, aber deswegen vielleicht irgendwie einfach sicherer arbeiten können. Und es hört sich jetzt wirklich nach Kindergartentipps an. Es tut mir leid, sie sind so einfach. Dem ersten wichtigsten Tipp ist, du solltest deine Laser-Gravurmaschine, deinen Laser, egal was für ein Typ von Laser, du arbeitest dort mit Hitze, du spielst mit dem Feuer. Du solltest diese Maschine nicht aus den Augen lassen. Ich kann das nachvollziehen, dass wenn du dir eine günstige Maschine kaufst, es gibt ja diese günstigen Diodenlaser, die siehst du ja alle im Hintergrund, dass dann so eine Arbeit sehr lange dauert. Wenn die Arbeit aber sehr lange dauert, fühlen sich manche Leute dazu hingezogen, ihr Gerät unbeaufsichtigt zu lassen. Gerade bei diesen Diodenlasern, bei den günstigsten Lasern, ist das ein Problem. Denn diese Laser haben nicht so wie die gekapselten großen Laser sowas wie ein Gehirn. Eine Steuerungseinheit, wo alle Daten und der Job drauf gespeichert sind. Sondern
Die werden direkt vom Computer ausgesteuert. Jetzt stell dir mal vor, du gehst gerade Wäsche machen. Und während du Wäsche machen bist, fährt dein Computer in den Ruhezustand. Wäsche machen, ganz komisches Beispiel. Und mitten in der Gravur, in dem der Laser, dein Laser, Steuersignale erwartet, bleibt auf einmal stehen. Und hier ist der Knackpunkt. Jetzt ist das letzte Steuersignal, was deine Maschine bekommen hat, Laserkopf an. Das macht die Maschine. Die Maschine macht das, was man ihr sagt. Dann fährt der Computer in den Ruhezustand. Ha, nicht nur Ruhezustand, es gibt noch andere Möglichkeiten. USB-Kabel abgezogen, Controller hängt sich auf. All das möchte ich gerne unter dem Aspekt Verbindung verloren aufsummieren. Ist ein ungünstiger und unwahrscheinlicher Zustand, der kann aber passieren. Und es kommen keine weiteren Steuersignale mehr, wie zum Beispiel, während der Laserkopf an ist, den Laserkopf bewegen. Dann bleibt er auf der Stelle stehen, der Laserkopf ist an und er lasert in die Oberfläche, während du gerade nicht da bist. Das geht ein paar Sekunden gut und dann fangen die Probleme an. Und die willst du nicht haben. Deswegen mein Tipp, alle standardmäßig im Betriebssystem, Macintosh oder Windows, aktivierten Energieoptionen, Energiesparoptionen, Ruhezustände, Monitor ausschalten, Computer ausschalten nach einer bestimmten Zeit, alle ausschalten. Wenn du einen der günstigsten Laser benutzt, dann gerade dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du ein Einsteiger bist und das übersiehst. Und das ist mir für das Video, wenn du irgendwas mitnimmst am Ende, am wichtigsten. Behalt dein Laser immer im Auge. Und auch nicht mal eben 5 Minuten schnell nochmal einen Thermomix anmachen. Ihr habt es gesehen, ich habe gerade versucht, das mal zu testen und habe einfach während des Laserns, was man natürlich nicht machen sollte, das MacBook zugeklappt. Und der Controller vom TS2, der gibt da eine Meldung raus. Ne? Also der wäre dagegen abgesichert. Das heißt, gehe ich hier in den Alarmzustand oder gehe ich hier in den Ruhezustand, gibt es einen Alarm. Alarm! Okay, ich habe jetzt mal mehrere Muster gemacht, sodass er nicht nur einen G-Code-Befehl ausführt, sondern mehrere. Und ich versuche jetzt zwischendrin mal das USB-Kabel abzuziehen. Also nicht der Ruhezustand, wo Lightband wirklich sagt, pass auf, hier ist der Stream beendet und dann gibt der Controller bei diesem Gerät eine Fehlermeldung raus, sondern ich versuche einfach jetzt mal das USB-Kabel abzuziehen. Okay, los geht's. Jetzt. Jetzt kommen keine Befehle mehr. Da passiert's. Er bleibt stehen und brennt auf der Stelle. Schau her. Guck's dir an. Der Laser brennt auf der Stelle. Und es kommen keine Befehle mehr, weil ich das USB-Kabel rausgezogen habe. Und denke mal dran, nur weil mein Laser jetzt erkennt, dass der Datenstrom abgebrochen ist, weil Lightband im Ruhezustand diesen Stream beendet, also Datenstrom beendet, Fehler rausgibt. Aber wenn das Kabel abgezogen ist, kommt der nicht. Heißt das nicht, dass dein Laser das gleiche Verhalten hat? Es kann auch sein, dass dein Laser das vielleicht gar nicht detektiert, dass der Datenstrom abgebrochen wurde, wenn du noch ein günstigeres Gerät hast. Ich weiß es nicht. Ich möchte nur sagen, Vorsicht walten lassen und möchte aber auch nochmal klar machen, dass ich mit diesem Video nicht vermitteln möchte, dass jeder Laser eine teufelsgefährliche Höllenmaschine ist, die dein Haus abfackelt. Es gab letztes und dieses Jahr viele tausend Leute, die angefangen haben zu lasern und die haben auch alle nicht ihr Haus abgebrannt. Bleib dabei, wenn du Notaus hast, hau auf diesen Notaus, falls der Controller sich aufhängt, das kann ja auch bei jedem Laser passieren, egal wie gut er ist. Ansonsten kannst du einfach den Stecker rausziehen, dann gehen die Laser auch aus. Es gibt Möglichkeiten, bloß bleib wachsam, das ist wichtig. Es gibt die Möglichkeit, während du laserst, den Laser, die Lasergravurmaschine auf Pause zu stellen. Gehst du irgendwo hin, stellst du die halt auf Pause. Kommst du wieder, machst du den Job fertig. Du hast eine Verantwortung für dich und deine Mitmenschen und wenn so eine Maschine in Flammen gerät,
was diese offenen Geräte durchaus können. Kann man hier was machen? Es gibt Möglichkeiten. Es gibt die eine Möglichkeit für diese Diodenlaser, die offen sind, so ein Laserzelt zu kaufen. Das sind alles jetzt keine Schwarz-Weiß-Entscheidungen, sondern es sind Sicherheitsstufen, Sicherheitslevel, die man sich baut, damit diese ganze Laserei einfach ein Stück weit ungefährlicher wird. Und dann stellt man seinen Diodenlaser halt nicht in eine gebaute Holzkiste, sondern in ein Laserzelt. Du musst gucken, welchen Diodenlaser du hast. Die haben verschiedene Maße. Ich habe dir ein, zwei Laserzelte in der Videobeschreibung verlinkt. Guck sie dir einfach nochmal an. Das Prinzip ist Stangenprinzip, Zelt, Feuerschutz, eine Absaugung. Perfekt. Kommen wir zurück zu einem Unterstützer von mir. Dem ist es passiert mit einem CO2-Laser. Und was ist da passiert? Es gab den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass sich während des Laserns der Controller mal aufhängt. Und auch da war sie, es handelt sich um sie, nicht dabei. Und in dem Moment, als sich der Controller aufhängt und der Laser an ist, bleibt er einfach stehen und lasert auf der Fläche weiter. Der Laserstrahl wird in dem Material absorbiert, es wird immer heißer, bumm, es entflammt und dann denkt das Feuer nur noch Sauerstoff. Geil, los. Darüber sind Schläuche, die sind entflammbar, ganz viele andere Teile. Hier hast du mal ein Foto davon, wie das denn aussehen kann. Ja. So eine Reparatur ist nicht ganz so teuer, wie als wenn dir dein Haus wegbrennt. Trotzdem sollte das nicht vorkommen. Bleibst du aber auch hier beim Laser, und das ist die einzige Möglichkeit, die du hast, und kontrollierst den Laserprozess, kannst du rechtzeitig einschalten und... Oh! Fehler! Und dann habe ich auf den Notaus gedrückt und das Ding ist aus. Ein kleiner Zwischentipp für diese CO2-Laser, wenn du den Laser neu hast und du hast noch nie drauf gedrückt, kontrollier den mal, ne? Ob der wirklich funktioniert. Man weiß nie bei den Chinesen, was die einem da so verkaufen. Und ein optionaler, fast schon Pflichttipp. Es gibt so Sachen, die haben sich in den letzten Jahren so festgesetzt bei so Gravurmaschinen. Man muss unbedingt das und das machen. Man muss unbedingt die Spiegel einstellen. Man muss unbedingt... Weißt du, was du unbedingt machen musst? Alarm! Das ist ein Feuerlöscher. Du solltest neben deine Lasergravurmaschine für den Fall der Fälle, dass du es nicht mehr unter Kontrolle hast und ein Feuer ausbricht, das ist ja auch ein sehr unwahrscheinlicher Fall, trotzdem vorsorgen. Und zwar so weit, dass du für den Fall das Ding, was ich noch nie benutzt habe, nutzen kannst. Ne? Aber es ist wichtig, immer auch die Sachen anzusprechen, die vielleicht mal ein bisschen unangenehm sind. Wir müssen die Menschen durch den Winter bringen, indem wir jetzt die Graspreise deckeln. Und für die 130.000 Aufrufe im letzten Monat gehe ich heute mal ganz, ganz tief runter und hört sich jetzt erstmal komisch an. Sage, Chikamo, ich umarme deine Füße. Ne? Ich gehe runter und würde sagen, ei, was habe ich denn hier noch gefunden? Oh ja, dieser Punkt, oh ja. Oh ja, genau da, oh ja, ich fühle mich, ja.